Hallo ihr Lieben, ich grüße euch recht herzlich zu euren Frühlingserwachen. Ja, was ist dein Frühlingserwachen? Wir schauen gemeinsam hinein, was dein Frühlingserwachen ist. Du kannst dir aus diesen zwei wunderschönen Stapeln auswählen, aus dem Schmetterling oder aus dem Herzen, oder alle beide ergeben einen Sinn für dich. Und welchen, das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Und ich starte wie immer mit dem linken. Und das ist der Schmetterling hier. Der Schmetterling. Bin mal gespannt, wo du hinflatterst mit deinem Flügelchen, mein Schatzi. Was ist dein Frühlingserwachen? Dann schauen wir mal. Okay, dein Frühlingserwachen hat mit der Welt zu tun. Es könnte auch sogar sein, dass im Frühling die ganze Welt erneuert wird. Ja, also richtig eine Erneuerung der Erde, der Mutter Erde, aber auch die Erneuerung in dir und mit dir. Sehr schön. Also du offenbarst dich, du zeigst dich, ja, du bist so wie eine Glocke. Ja, du läutest sozusagen das Neue schon ein. So, ja, mein Hundi hat die Lilly gesehen draußen und jetzt ist er ganz fasziniert von der Lilly. Das ist so eine Hundefreundin. Ja, das ist eine kleine wilde Hilde. Die ist wirklich eine kleine stürmische Flocke, die kleine süße Prinzessin. Ja, die Neun der Kelche. Die Neun der Kelche. Also hier werden 9 Kelche für dich gefüllt. Okay. Das ist einmal schönes Frühlingserwachen hier. Und der Stern. Ja, hier leuchtet der Stern für dich. So, ich habe das Gefühl, hier kommt jemand auf dich zu von außen und möchte mit dir etwas Neues beginnen. Also ich habe das Gefühl, hier wird etwas Neues erneuert. Etwas Altes geht weg und etwas Neues wird aufgebaut. Und du hältst den Stern, den Zepter sozusagen in deinen Händen. Ich möchte euch nur die Welt vorlesen. Die Welt. So. Na, wo ist denn die liebe Welt? Da ist die Welt. Auf dieser Karte erblicken wir eine Frau, die große Entfernung zurückgelegt hat. Auf ihrer Reise hat sie das Universum durchquert. Nun hat sie das Ende eines großen Lebenszyklus erreicht. Das Erdkleid, das sie trägt, und die Planeten, die sie in ihrer Hand hält, repräsentieren die Erfahrungen, die sie sammeln konnte. Die Frau hat ihre Ziele erreicht. Ihre Träume sind in Erfüllung gegangen. Sie ist angekommen, doch alles, was entsteht, wird auch wieder vergehen. So lautet das unwandelbare Gesetz des Universums. Versteh diese Karte als ein Anlass zur Freude. Du bist im Einklang mit den Kräften des Universums. Die Welt steht dir offen, deine Pläne, Vorhaben und Ideen kannst du jetzt mit spielerischer Leichtigkeit umsetzen. Du trittst ein in eine Phase, in der du vertrauensvoll und entspannt zuschauen kannst, wie sich die Dinge entwickeln. Akzeptiere deine Ziele als den Anfang des Weges, der wieder der Erfahrungen des Zieles in sich birgt. Erfüllung, Erfolg, erreichte Ziele, Reife und Vollendung. Wow! Also dein Frühlingserwachen ist, dass du einen Zyklus vollendest, ja, und dass du zuschauen kannst, dass es in die Vollendung geht. Das heißt, du hast alles gemacht und jetzt geht noch so das Universum mit seinen schützenden Händchen über dich drüber und hüllt dich sozusagen ein. Und das ist dein Frühlingserwachen. Auch, wow, sehr, sehr schön. Ja, und das Frühlingserwachen bei dir ist eine neue Idee. Dies könnte jetzt sein, dass du gerne eine Familie gründen möchtest, hier unten. Es kann aber auch sein, dass du eine Reise antreten möchtest. Ja, vielleicht geht es zu einem Meer oder zu einem See, zu einem Teich.
Es ist aber auch dein Frühlingserwachen, dass du wieder vielleicht neue Leute kennenlernst oder vielleicht Menschen. Es kann aber auch sein, dass du jetzt den Wagen, dass du jetzt die Zügel loslassen kannst, sozusagen, weil du es geschafft hast und jetzt komplett loslassen kannst und auf den Fluss des Lebens vertrauen kannst. Wow, wähle die Liebe. Du hast immer die Wahl, was du tun sollst. Ja, hier ist auch, hier sind ganz viele Menschen, Pärchen, Lebenssituationen. Wenn man hier genau schaut, sieht man viele Pärchen. Einmal, zweimal hier Menschen. Also es könnte sein, dass dein Frühlingserwachen ist, dass du wieder auf viele Menschen zugehen kannst, dass du wieder viele Menschen erreichen kannst. Es kann aber auch sein, dass du hier Menschen begegnest voller Liebe, voller Aufrichtigkeit und hier in der Mitte ist auch ein Schmetterling. Das heißt, hier geht es auch um die Transformation. Das heißt, dass du jetzt ganz liebevolle Menschen in dein Leben ziehen kannst und auch Menschen oder du wählst jetzt nur mehr die Liebe in deinem Leben. Ne? Also du hast jetzt sozusagen deine Kampfrüstung runtergelegt und jetzt schaltest du das Licht in deinem Herzen an und deshalb kommt dir Liebe auch entgegen. Erlaube dir jetzt in diesem Augenblick an eine Zeit zu denken, in der du Liebe erfahren hast. Ja, hier sollst du wirklich zurück vielleicht denken, wo hast du überall Liebe erfahren, was war Liebe für dich und was nicht Liebe ist oder nicht Liebe war. Solltest du jetzt loslassen, ne? Und für alle, die neu sind, wenn ich gähne, dann lässt ihr los. Also irgendeiner von euch, der zuschaut, lässt dann los, ne? Sozusagen. So, dann hast du hier den Neue Wege, Elixier des Lebens und Verwandlung. Ja, dein Frühlingserwachen ist diese Verwandlung. Hier ist auch wieder der Schmetterling. Ich glaube sogar bei der Entscheidungsorakel war auch der Schmetterling beim Schmetterling. Das ist crazy. Wieder dieselbe Karte. Also schau dir vielleicht auch das Entscheidungsorakel an, mein Schatz. Das war am 10.3. Die neuen Wege. Also hier geht es auch um neue Wege, um neue Erkenntnisse. Das heißt, du machst dich jetzt auf den Weg, du bist jetzt ganz mutig. Ne? Du bist dieser kleine Fuffi hier, der wirklich jetzt seine Flügel ausbreitet und riesengroß wirst. Jetzt bist du noch klein, aber warte ab. Wenn du auf der Erde bist, dann bist du riesengroß und hast all deine Chancen genutzt und in Empfang genommen. Und dein Frühlingserwachen sagt, ja, gehe neue Wege. Es wird wie ein neuer Lebenselixier für dich sein. Also du wirst wie in einen Jungbrunnen fallen, sozusagen. So. Dann hast du hier, du wirst auch in einen Jungbrunnen fallen, aber auch zugleich Erfolg in der Liebe und Erfolg in deinem beruflichen Umfeld haben. Denn hier geht es auch darum, dass du deine Kelche füllst sozusagen und jeden Kelch auskostest. Und du hast auch die neuen Ideen. Vielleicht hast du auch ein neues Projekt, was du starten möchtest im Frühling. Dann ist jetzt die Gelegenheit dazu da. Das heißt, dein Frühlingserwachen wird sein, dass du jetzt losstarten sollst. Also jetzt solltest du unbedingt losgehen sozusagen, losgehen und dir absolut jetzt deines, was du machen möchtest, auch tun, ne? Dass du in die Vollendung kommst. Denn hier ist es wichtig, dass du den friedvollen Weg wählst. Ne? Hier sind Menschen, die trinken aus dem Brunnen. Ja, sie gehen in den Brunnen und trinken, die Tiere trinken aus dem Brunnen und der wird immer stets gereinigt und geheilt, dieser Brunnen. Ja? Das heißt, du sollst vielleicht auch im Frühling mehr Wasser trinken, ja? Also dein Frühlingserwachen, du blühst richtig auf. Es könnte sogar sein, dass das vom 5. oder dass das bis zum 5. und 6. Monat geht. Es kann sein, dass du jetzt bis zum Mai dein Erwachen hast, dass dein Frühlingserwachen bis zum 5. Mai geht und du entscheidest selber, ja, also die 5 könnte wichtig für dich sein und ich bekomme auch herein,
dass du mit 6, mit der Zahl 6, voller Liebe, voller Liebe und Hingabe startest, und zwar im Monat Juni. Also im Mai gehst du mit diesen Jungbrunnen im Frühling, wirst du aus diesen alten herausgehen und erwachen, erblühen, und im Juni startest du dann komplett neue Wege. Ja, das kann beruflich sein, in der Liebe sein, in deiner Gesundheit sein, wenn wir den Lebenselixier haben oder den Elixier des Lebens. Also hier gehst du wirklich absolut neue Wege und du verwandelst dich. Wahrscheinlich bis zum Mai, und dann ab Juni geht es immer weiter nach vorne mit dir. Bis zum August ist alles im Fluss. Ja, das heißt, für dich gilt dieses Frühlingserwachen, geht es wahrscheinlich bei dir bis zum August hinein. Ja, also du solltest dir das Video vielleicht nochmal, ich weiß nicht, im Juni, Juli oder Mai, Juni, Juli nochmal anhören, mein Schatz. Ja, du wagst den Sprung. Ja, bei manchen wird es im Mai sein, bei manchen wird es jetzt sein, manche im Mai, manche im Juni und vielleicht manche erst im August. Und das ist eine Ekstase der Glückseligkeit und Glaube an dich zugleich. Also diese Karte möchte ich euch vorlesen, denn die ist so schön geschrieben, auch wenn es viel Text ist. Ja. Dann hast du die Heimkehr, die kommt auch so oft. Übergang, Leben, zwischen den Leben, liebevolle Begrüßung. Also es könnte jetzt sein, dass du deine Seelenverwandten begrüßt oder dass du jetzt neue Freundschaften knüpfst und die begrüßt du. Oder du hast jetzt die Gelegenheit, deine Freunde zu besuchen, die du vielleicht schon länger nicht gesehen hast. Ja? Und dann hast du der Delfinrufer. Reine, unbeschwerte Freundschaften und liebevolle Hilfe. Wow, ich habe es noch gesagt. Ne? Ich habe das Gefühl, dass es auch um Freundschaften geht, die du vielleicht lange nicht gesehen hast. Hier kommt schon die Karte und die Delfine stehen für mich, aber auch für Liebe. Ja, ganz, ganz klar, ganz klassisch für diese Liebe. Dann hast du noch eine Karte bekommen, und zwar die Meditation. Frieden, Erleichterung und Heiligtum. Wie passend ist das bitte? Wir haben hier den Frieden. Wir haben hier den Frieden. Also sie hält ein Räucherwerk in ihrer rechten, in ihrer rechten Hand. Ja, vielleicht solltest du ausräuchern. Vor ihr sind Blumen, ja, also auch hier sind Frühlingsblumen. Hier ist eine Kerze. Hier hat sie den Bergkristall, ja. Das ist der Bergkristall, hier ist auch der Bergkristall. Also es sind viele Kerzen, die da stehen, und sie sitzt erhaben auf einem Felsen und meditiert sozusagen. Und sie hat die Chance, oder du hast jetzt die Chance zu meditieren für mehr Heiligtum, für mehr Frieden und für mehr Erleuchtung. Wow! Also auch eine wunderschöne Karte. So. Dann lese ich euch die 16 vor. Es wird ein Moment kommen, in dem du dich auf erhabene und vollkommene Weise verbunden fühlst, in dem du schiere Lebenskraft des Universums direkt mit deinem eigenen Kraftzentrum verbunden ist. In diesem Moment und an diesem Ort befindest du dich in völligem Einklang, und alles, was du dir je gewünscht hast, erfüllt sich in dir. Du bist genug, davon bist du wahrhaft überzeugt, und deshalb schreitest du voran auf deinen Weg zur tiefsten Sehnsucht deiner Seele. Diese Zeit naht nun für dich, und du brauchst nichts weiter zu tun, als dir vergegenwärtigen, dass du genug bist, und dich der Kraft der Energie zu öffnen, die dich schon so lange erreichen möchte. In diesem Moment gibt es keine Angst. Ja, das ist genau das, was ich euch da oben schon gesagt habe. Spult nochmal zurück, denn das ist auch ein wichtiger Teil für euch, dass ihr jetzt wirklich so eingebettet werdet sozusagen und dass du gar nicht mehr so viel zu tun brauchst.
In diesem Moment gibt es kein Zögern, in diesem Moment Schweigen und Einflüstern aus Familien und Gesellschaften. Wir haben hier die Familie, die Freundschaften, Aspekte deines Ichs treten in den Hintergrund und lassen die reine Verbindung zwischen dem Universum und seinem Fragment deiner Seele sich wieder festigen und die unerschütterliche Überzeugung wachsen, dass du gesegnet bist und diese Wunder verdient hast. Wenn diese Karte kommt, dann, meine liebe Freundin, mein lieber Freund, lass zu, dass du dich öffnest und die Kraft in dich aufnimmst. Ja, und da ist dieses Frühlingserwachen gemeint, die in diesem Moment die deine ist. Es ist Zeit, sich zu verbinden, mit dem Sprung zu wagen, wohlwissend, dass du, wenn du nur gut für diese Verbindung sorgst, sie aufrechterhältst und an sie glaubst, fliegen kannst. Es ist kein großes Projekt und es geht auch nicht um weltliche Machten. Es geht um die Erfahrung, die wieder einmal beweist, dass du ein Kind des Universums und unendlich geliebt bist. Sei darauf gefasst, dass dein Glaube wiederhergestellt wird und bereit ist für die Ekstase und der Geist dich wieder durchströmt. Ich bin genug, ich bin ein Teil des Wunderuniversums und ich werde geliebt. Ich warte nicht länger, ich springe stattdessen dem Universum in die Arme. Ja, das ist wichtig, da schaffst du den Sprung. Also dein Frühlingserwachen wird sein, dass du den Sprung jetzt fühlst und spürst. Ne? Also dass du jetzt vollkommen dich öffnest und den Frieden und der Erleichterung auch entgegenspringst sozusagen, dass es immer leichter wird in deinem Leben. Dieses weibliche Wesen befindet sich in Meditation, draußen in freier Natur, in einer jenseitigen Welt und doch tief in ihrem Inneren. In der Hand hält sie ein Kräuterbüschel, dessen Rauch die menschlichen Welten von ihrer interdimensionalen Heimathaus klärt und reinigt. Sie verkörpert alle Gaben der Natur, die Blumen und die Kräuter und heute bietet sie dir ihre Geheimnisse und Geschenke an. In dieser Stille, inmitten all der Schönheit, öffnet sie dir einen Raum, in den du eintreten kannst, wenn du soweit bist. Damit auch du aus der vorhergehenden Realitätsvorstellung, die eine Lüge ist, ausbrechen kannst und wieder in die wahrhaftigen Gesang des Geistes eintreten kannst. Nimm dir heute einen Moment und fühle dich in dein Stückchen Zeit ein, das du ganz für dich hast. Entziehe dich für ein paar lange kostbare Augenblicke dem Glanz und dem Getöse des Egos, des Konkurrenzdenkens und des Alltagshektik und versinke in der erdigen Wirklichkeit der Natur. In diesem Moment öffne deine inneren Augen und finde auf den geistigen Pfad wohlbehalten hierher. Meditation ist kein Luxus, sie ist Speise und Trank meiner Seele. Ich werde nicht mehr zulassen, dass meine Seele hungert und dürstet nach dem wahren Quell, der uns allen nährt. Ja, du beanspruchst ab dem Frühlingserwachen, beanspruchst du jetzt dein Recht auf Leben, auf Liebe, auf Gesundheit, auf Erfolg, ich weiß es nicht, auf was auch immer. Denn hier kommen ganz neue Verträge auf dich zu, mein Schatz. Das könnte beruflich sein, aber auch in der Liebe könnten dich neue Verträge erwarten. Ja, das sind neue Wege, die auf dich zukommen und das ist absolut von Erfolg gekrönt, mein Schatz. Hier kommt der Erfolg der neuen Zeit auf dich zu, gemeinsam mit dem Frühlingserwachen. Also dein Frühlingserwachen ist, wenn du den Sprung schaffst und hier sagt das Frühlingserwachen, spring hinein, trau dich, wage den Sprung in das neue Ich, in das neue Leben und weite dich aus, hilf anderen Menschen auch ihren Weg zu finden, ihre Bestimmung zu finden und dass du wirklich allen dazu jetzt Danke sagen kannst, dass du den Sprung geschafft hast und das ist der glückliche Zufall, den dir begegnet ist oder dir zuteil geworden ist. Und denke daran, es ist alles im Fluss, mein Schatz, du gehst in die richtige Richtung, du gehst aber auch den richtigen Weg jetzt. Also dein Frühlingserwachen wird sein, dass du beruflich, also in der Liebe, ganz neue Wege gehen wirst, weil du deinen Sprung jetzt schaffen wirst. Also du schaffst sozusagen den Sprung, ja,
von der Kälte in die Wärme oder wie auch immer. Also du schaffst es, dass du in Fluss kommst. Also du kommst jetzt in Fluss, du kommst jetzt in die Bewegung und du traust dir jetzt auch immer mehr zu, mein Schatz. Ja? Also sei mutig, geh voran, die Sterne leuchten sozusagen für dich. Du fällst in einen Jungbrunnen hinein und denke daran, wähle immer die Liebe und nie das Unglück oder denke daran, dass das Glück für dich scheint, dass das Glück dir ganz nahe ist und nicht nur das Glück, sondern du hast zweimal die Sternkarte gehabt. Das heißt, dir kann gar nichts passieren, mein Schatz. Das war jetzt dein Schmetterling und ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn es dir gefallen hat, dann würde ich mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community wirst, falls du es noch nicht bist. Und jetzt kommen wir zu Stapel Number 2. Du hast dieses wunderschöne Herzchen gewählt. Ja, das wunderschöne Herz. Und bevor wir beginnen, trinke ich einen Schluck. Meine Stimme gut ölen. So, was ist in deinem Frühlingserwachen drinnen, mein Schatz? Was möchte der Frühling dir sagen, dir zeigen, dir mitteilen? So, wow, du bist ein Vorreiter, eine Vorreiterin, du bist der geborene Anführer, die geborene Anführerin. Also du gehst nach vorne, du traust dich, du zeigst dich. Du traust dich jetzt vielleicht auch eine Liebesverbindung eingehen. Das kann natürlich auch sein, dass du dich jetzt traust, dich eine liebevolle Liebe zu führen. Oder dass du dich traust, in eine Patchwork-Family zu gehen. Dass du dich traust, jetzt deiner inneren Führung Liebe zu folgen. Weil du jetzt weißt, du kannst jederzeit eine Entscheidung treffen, für oder dagegen. Du glaubst jetzt an dich, du lässt jetzt nur mehr Menschen zu dir, die wohlwollend und liebevoll sind, die authentisch sind und wahrhaftig und ehrlich zu dir sind. Alle anderen Menschen, Situationen lässt du jetzt hinter dir. Das sagt mir der Frühling zu dir. Was sagt der Frühling zu dir noch? Der Frühling sagt zu dir, Transformation. Ja, hier ist alles möglich, mein Schatz. Hier beim Glück ist alles möglich. Hier geht es um das Einhorn und um den Löwen, die miteinander sozusagen spazieren gehen oder liegen. Ja, ich glaube, sie liegen sogar. Also hier auch die Schmetterlinge, auch die Blitze. Das heißt, hier ist die Tauben, die Friedenstauben. Also hier geht es wirklich um komplette Neuerung von dir selbst. Komplett neu wirst du dich verändern. Dein Frühlingserwachen ist aber auch, dass du jetzt von der Stadt in das Land ziehst oder ziehen sollst. Dein Frühlingserwachen sagt, du wirst noch mehr anziehen, mehr Fülle anziehen, mehr Reichtum anziehen. Das zeigen mir die Sternschnuppen hier. Ja, das sind viele bunte Sternenschnuppen. Ja, und dann hast du Wunder und Segen. Du sollst wieder an Wunder und Segen glauben. Also glaube an die Wunder deines Lebens und es wird dir zuteil. Wow, also dein Frühlingserwachen sagt mir auch, du sollst an die wahre Liebe glauben. Also glaube an die wahre, authentische Liebe. Vielleicht hast du den Glauben an die Liebe verloren und der Frühling möchte dir jetzt sagen, hey, glaube wieder an die Liebe, glaube an den Kuss, an den allerersten Kuss, den du jetzt erhast. Ja? Und das ist immer der erste Kuss, zeigt auch sehr viel. Und die zwei sind sehr leidenschaftlich miteinander, ne? Also sehr innig verschmelzen sie in eins, ja? Sie werden eins. Könnte sein, dass dein Gegenüber auch ein Kind hat. Ja, dass er einen guten Bezug zu seinen Großeltern hat. Er ist sehr weise, sehr wachsam. Du bist sehr offen, sehr voller Liebe und Hingabe und hast dir schon lange sozusagen gewünscht, dass dein Gegenstück auch zu dir kommt. Du bist sehr märchenhaft,
glaubst vielleicht an Einhörner, an Engeln und etc. Also hier treffen sich wirklich zwei liebevolle Seelen und da gibt es ein Feuerwerk da hinten, ne? Ein Feuerwerk der Liebe. Dann sagt dir der Frühling, die Liebe vermag alles, mein Schatz. Die Liebe kann alte Wunden heilen und schenkt das Gefühl, geborgen und wertvoll und wichtig zu sein. Also ich finde die Karte auch wunderschön. Ich zeige es euch näher mit dem Grammophon hier. Das Grammophon kann auch für die Vergangenheit stehen. Hier oben sind die Feuer, also die Flammen sozusagen. Also es könnte sein, dass du viel eine hektische Zeit hattest. Es kann sein, dass du nicht der Liebe vertraut hast oder zugetraut hast, dass es nochmal so einen Menschen in deinem Leben gibt. Und ja, diese Liebe gibt es richtig noch einmal. Ja, also das ist wirklich eine Liebe, die du erhältst jetzt als Geschenk vom Frühling zu dir. Gesundheit weiß es. Dann die bedingungslose Liebe. Also das ist eine Liebe auf Augenhöhe, mein Schatz. Also hier vermag die Liebe wirklich alles. Also hier geht es um eine glückliche Liebesverbindung. Du kommst wieder in deine Lebensfreude. Ja, also diese Lebensfreude ist schon mal in dir drinnen. Und hier kommt der Neubeginn. Ja, also der Neubeginn ist schon da, mein Schatz. Du brauchst nur noch durchzugehen. Also ich habe das Gefühl, das Tor ist bei dir offen und du brauchst nur noch durchmarschieren. Ne? Ich bin heute so durstig, kennt ihr das? An manchen Tagen könnte man trinken, trinken, trinken und dann ist man wieder gar, also ja, trinkt man wieder kaum und dann wieder viel, ne? Ach so, ich trinke Karottensaft, ne? Also nicht denken, ich trinke da keine Ahnung was. Also, ich habe schon, glaube ich, 10 Jahre keinen Alkohol getrunken und dann, glaube ich, nur 2 Schlücke oder so. Das heißt, hier geht es auch darum, also die Rumkugeln, ja, die liebe ich manches Mal, ne? Und in der Medizin, ne? Also, aber das habe ich auch schon lange jetzt nicht mehr genommen. So, hier geht es darum, dass ich hier spüre, dass der Neubeginn für dich sehr glücklich sein enden wird, aber du musst durchgehen. Ich habe das Gefühl, du hältst noch ein bisschen das Glück fest und du musst das Glück aber loslassen. Hier geht es darum, dass du das Glück loslässt, damit die Liebe zu dir kommen kann. Und du sollst dir auch unbedingt das 3-3 anschauen, das 3-3-Portal. Und das Entscheidungsorakel, das geht auch mit dir in Resonanz. Ja, dann die Portaltage, das Ende, 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 Ende März ist, glaube ich, ein wunderschöner Portaltag. Schaut es euch an, ja. Die Zeiten müssen wir noch verlinken, die werden aber verlinkt, mein Schatz. Dann die wahre Liebe. Also hier geht es wirklich um die wahre, ehrliche, authentische Liebe. Zu dir, zu anderen Menschen, zu Situationen. Also dein Frühlingserwachen ist wirklich, dass du in die Liebe eintauchst. Also irgendetwas wirst du machen. Du wirst Menschen magnetisch anziehen, habe ich das Gefühl. Also dein Frühlingserwachen sagt mir bei diesem Stapel, du ziehst Menschen wie in deinem Bann. Also es ist so... Man kann nicht anders außer dich anschauen. So. Du hast auch ein Stück weit, sagt mir, dass der Frühling, dass du Freiheit, dass du dich befreit hast von einer alten Last. Oder du wirst dich im Frühling befreien von einer alten Last. Also wenn du jetzt noch rauchst, trinkst, ich weiß nicht, was du machst, oder Alkohol trinkst oder irgendeine andere Sucht hast, dann lässt du diese los und gehst in die komplette Freiheit über. Ja, dann hast du hier den Skorpion und du beginnst ganz neu und du kannst aufbauen. Wow, also beim Skorpion geht es auch um Wunden heilen und hier haben
auch schon alte Wunden, ne? Also ich habe auch gesagt, du lässt etwas Altes los, damit das Neue kommen kann. Also entweder glaubst du dann an die wahre Liebe und dann schwimmst du sozusagen durch mit deinem Bötchen und dann kommt tatsächlich eine neue Liebe auf dich zu und vielleicht bist du ein Skorpion oder dein Gegenüber ist Skorpion oder hast es in deiner Chart beziehungsweise er oder sie hat es in der Chart. Dann du beginnst ganz neu, das ist auch sehr spannend, auch die 10, das ist schon sehr interessant. Wir haben hier, der Skorpion ist ja auch noch im Oktober, ne? Ist auch noch mit der 10. Vielleicht bist du auch Waage. Dann April, du kannst aufbauen. Also es könnte durchaus sein, dass du im April jemanden kennenlernst und im Oktober ziehst du um. Ja, doch das kann sein. Also das ist auch möglich, meine Lieben. Also dein Frühlingserwachen wird Liebe sein. Ich kriege es immer wieder so rein. Ich soll da gar nichts anderes hinein interpretieren, sagen sie. Dann hast du hier, da sind viele Karten gekommen bei dir, das Geheimnis, das unbekannte Mysterien und Wunder. Oh my goodness, wo hatten wir denn Wunder? Irgendwo haben wir Wunder gehabt, ne? Wo war denn das? Irgendwo, ich glaube, das war es nicht bei Stapel 1, da ist auch das Wunder gefallen. Also hier gibt es ein Wunder. Und das Leben ist ein Wunder, mein Schatz. Ne? Also sobald du Altes losgelassen hast, dann kommt das Wunder sozusagen. Und das ist dein Frühlingserwachen, wird das Wunder sein. Irgendetwas wirst du staunen, etwas erblüht. Ja, sozusagen. Wow, und ich kriege Gänsehaut. Der Geist des Frühlings. Wir haben hier die Freiheit. Dann haben wir hier die Freiheit, Aktivität und Kraft. Wow, also dein Frühlingserwachen wird sein, dass du wieder in deine Kraft kommst, in deine Urkraft, aber auch ein Stück weit in deine Freiheit. Also etwas beginnt definitiv zu erblühen und das wird eine neue Liebe sein. Ja, also da baust du auf, der Frühling baut mit dir auf, dass du offen wirst für eine neue Liebe. So bekomme ich das bei dir herein. Tanz im Licht, Erleuchtung, das strahlende Selbst, leuchtende Seele. Wow, im Frühling steigst du auf, also deine Energie steigt auf, du wirst noch größer, höher und weiter fliegen und lichtvoller sein. Und auf der Heimreise, die Karte kommt ständig raus, Vollendung, Wiedersehen und Rückkehr. Also hier wird eine alte Liebe wird sich zusammenfügen und der Frühling hilft euch dabei. Das wirst du jetzt noch nicht wissen, denn wenn wir hier genau schauen und wir haben das Frühlingserwachen, ist hier ein Vogelnest und sie behütet noch das Vogelnest. Noch sind die Eier nicht geschlüpft. Noch muss man vorsichtig mit dem umgehen, dass es nicht zerbricht, ja, sozusagen. Dass das, was du dir angeeignet hast im Frühling, nicht zerbricht wieder, sondern dass die daraus Wunderschönes schlüpfen kann, ja. Also hier kannst du noch gar nicht wissen, von was ich rede, denn das wird sich im Frühling bei dir alles abspielen. Aber trotzdem sehr passend, die baldige Veränderung. Ne? Also das heißt, wir haben schon den Frühling hier, wir haben den April hier. Also du wirst in das Frühlingserwachen sozusagen hineinkatapultiert und du kommst gar nicht raus. Ne? Also du kommst da gar nicht raus, ob du willst oder nicht willst. Hier kommt die baldige Veränderung auf dich zu. Ja, und das ist eine Liebe, König und König, Königin und Königin und König und Königin. Also hier treffen sich wirklich zwei Menschen auf Augenhöhe, auf Liebe, auf Leidenschaft und auch auf ehrliche, hey, ich möchte dich ehrlich kennenlernen. Und nicht nur oberflächlich, sondern ich möchte dich wirklich tief und leidenschaftlich kennenlernen. Und das ist eine positive Veränderung, ja, also seit der Frühlingserwachen sagt, hier kommt eine positive Veränderung auf dich zu. Der Blumenstrauß steht für mich auch immer für den Frühling, das heißt, du hast die doppelte Bestätigung, dass das, was ich gesagt habe, im Frühling bei dir eintritt, wenn du in Resonanz bist.
Ja, und hier schaust du in die Sonne sozusagen hinein, hier lässt du es dir warm strahlen. Es kann sein, dass du hier wirklich eine Liebe kennenlernst im Sommer, also Frühling, Sommer, oder an diesem Tag im April ist es sehr warm. Ja, also es kann sein, dass du, weiß ich nicht, dich triffst mit jemandem und an diesem Tag scheint die Sonne sehr, sehr hell. Wow, du hast viele Infos behalten für dein Frühlingserwachen. Ich hoffe, es hat dir gefallen, mein Schatz, und würde mich von ganzem Herzen freuen, wenn du meinen YouTube-Kanal abonnierst und ein Teil unserer liebevollen und herzlichen Community bist. Und tausend Dank für alle Spenden von euch, für alle wundervollen Geschenke, die mich täglich erreichen. Danke von ganzem Herzen, das sehe ich wirklich, dass ganz viel Wertschätzung von euch zu mir fließt und dass ihr es schätzt, was ich hier mache und tue für euch, und wünsche euch von ganzem Herzen alles Liebe, alles Gute. Tschüss, Baba!